Wolfi Leutzl, die meisten Leute haben ja gerade ein paar besinnliche Tage hinter sich über Weihnachten, aber ich glaube, deine letzten Tage, die dürften auch ganz turbulent gewesen sein, aber jetzt bist du da bei der Tournee in Engelberg. Ja, es war etwas kürzeres Weihnachten, wie eigentlich geplant gewesen wäre. Also ich habe am 26. schon Anreise gehabt nach Engelberg, Continental-Cup. Ich habe jetzt zwei schöne Tage in Engelberg erlebt mit 7 Sprüngen, was ich gemacht habe, in dem Fall 2 Wettkämpfe, und war recht gute Leistung, und deswegen bin ich jetzt Gott sei Dank wieder da in der Oberstdorf dabei. Wie war es für dich, direkte Ausscheidung zu springen gegen einen jungen Teamkameraden? Ja, also ich habe jetzt nicht unbedingt viel Druck verspürt, weil ich habe das irgendwie als faire Chance gesehen, dass ich in Engelberg dabei sein kann und mit dem Michi vergleichen kann. Und es war in dem Fall so ausgemacht, der den besseren Eindruck hinterlässt, der wird halt dann das Tournee-Ticket kriegen. Und ich habe versucht, mein Mögliches zu tun, damit ich in dem Fall daherkommen kann. Und es war dann eigentlich ja gar nicht so ein großes Duell um das Ticket. Ich hätte auch, wenn ich jetzt den Kürzeren gezogen hätte, jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, dann einen anderen Weg genommen, aber mir ist es natürlich lieber so. Und jetzt provokant gesagt, was darf man sich vom 7. besten Österreicher bei der Tournee erwarten? Ja, es ist, sagen wir so, nicht alles möglich, aber es ist einiges möglich. Ich glaube, dass das Niveau im Weltcup doch sehr hoch ist, dass die Top-Leute das Niveau natürlich sehr hoch nach oben brauchen. Und da wird es schwierig sein, da vorne mitzukämpfen, aber es ist das Feld doch sehr dicht beieinander. Also es ist immer einiges möglich, und ich werde versuchen, möglichst die vorderen Leute ein bisschen zu ärgern. Ja, der Alarm ist schon losgegangen. Wir müssen aufhören. Wolfi, alles Gute für morgen für die Quali. Danke.